So, willkommen zu einer neuen Session von Haus Flipper. Ich weiß gerade echt den Namen nicht. Das ist peinlich. Hä? Hatten wir das Ding nicht verkauft? Ah ne, wir haben ein anderes schon verkauft. Ich habe eine ganze Weile nicht gespielt, muss ich zugeben. Um mal wieder reinzukommen, würde ich sagen, wir machen erstmal einen ersten Auftrag. Betreff Kitschhaus. Hey, meine alte Tante ist im Hospiz gelandet und das wird sicherlich nicht so schnell verlassen. Nun habe ich ihr Haus bekommen. Es ist hässlich und ich würde es am liebsten abreißen. Genau. Ich würde gerne etwas Neues aufbauen, habe aber kein Geld. Das Haus ist kitschig und sieht aus wie das Haus einer einsamen Mutter, die ein schwieriges Leben hinter sich hat. Also fast wie bei mir. Schmeiß alle blöden Schränke raus und stell dir normale Möbel rein. Die Bilder an den Wänden kannst du auch entfernen. Mach einfach was draus. Denn im Moment sieht es einfach fürchterlich aus. Das wird schick und stilvoll sein. Bis bald. So. Also, was soll man überhaupt machen? Ach so, jetzt kommt das hier in dem Raum was. Gegenstand verkaufen. Wie ging das nochmal? Q, oder? Nee. Tab? Nee. Welche Taste war? Ah, hier. Die rechte Maus, das ist der Küchenschrank mit Schublade. Das Ding dann, oder? Spülbecken. 1, 2, 3. Warum man den Herd jetzt unbedingt verkaufen muss, der ist doch nicht kitschig, ey. Und der Kühlschrank wäre auch okay. So, zerstöre die Wand. Zerstören. Also eine offene Küche oder was? Erstmal die Tür hier verkaufen. Zack. Neue Fertigkeit oder Fähigkeit oder ein Punkt. Profihammer. Schnelles Abreißen. Zack. Okay. Wohnzimmer. Gegenstand verkaufen. Wir müssen hier bestimmt auch überall noch malern, oder? Das sieht nicht so schön aus. Fotorathaus. Könnte das da... Fotomonument. Woher soll ich denn jetzt wissen, was das Fotomonument... Achso, Foto. Ein Monument. Das könnte Monument sein, ne? Bild, Wasserfall. Das war's wohl nicht. Vase, blaue Schlangenhaut. Klassischer roter Teppich. Vase Grünschlangenhaut. Fotokathedrale in Durham. Was soll ich denn wissen, wo Durham ist? Bildwasserfall im Wald. Zack. Fotobach im Winter. Wahrscheinlich müssen wir eh alles verkaufen, aber...
Kommode für das Esszimmer. Wupp. Vase, schwarze Diva. Vase blau. Vase magenta. Bild. Sonnenuntergang. Ich glaube, ich verkaufe jetzt erstmal einfach alles. Das ist ja die komplette Einrichtung. Okay, ich war irgendwas nicht mit Streichen, was ich da. Mit den Farben Mandarin, Orange und Weiß. Ach nee. Fängt das schon wieder an mit der falschen Testende. So, wupp. Geht's hier raus? Ich meine, im Prinzip ist es ja eigentlich nicht falsch, wenn man tatsächlich ein Haus bekommt, wo ja ein Verwandtschaftsmitglied vielleicht nicht mehr zurück rein kann, das dann tatsächlich so zu gestalten, wie man selber das möchte. Aber ich würde mich selber wahrscheinlich sehr damit schwer tun, die ganzen Sachen zu verkaufen, weil irgendwie gehören die ja noch zu, in dem Fall, Mutter oder was? Oma, keine Ahnung. Und wie, ich weiß nicht, ey. Irgendwie, ich hätte wahrscheinlich ein total schlechtes Gewissen. Auch wenn es eigentlich falsch ist. So, ich würde bis zu die Küche. Das Mandarin-Orange nehmen. Eigentlich eine schöne Farbe, muss ich zugeben. Gefällt mir. So. Okay. Weiß. Oh, viel zu viel. Ich bin auch ein Depp. Hätte ich heute einen Kleen nehmen können. Ich könnte hier. Ich muss ja hier wahrscheinlich auch noch um die Ecke streichen, ne? So. Okay. Sonderlich viel haben wir noch nicht geschafft, ne? Fortschritt noch nicht mal 50%, also insgesamt Fortschritt. Aber auch beim Malern
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt noch 20% sind. Okay. Gegenstände kaufen. TV-Schrank Anna. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Kücheninsel mit Spülbecken. Was passt denn? Obwohl, das würde eigentlich vielleicht ganz cool passen. Keine Ahnung. Ich mach's einfach. Ich glaube, ich habe das falsch gemacht, wa? Das wäre eigentlich was so für hier gewesen. Hm. Kücheninsel mit Herdplatte, das auch noch? Kann ich nicht mal kombinieren in den Farben, oder was? Das ist ja doof. Das ist ja jetzt irgendwie dumm gelaufen. Dann mache ich das hier hin erstmal. Zwar sind die Anschlüsse nicht da, aber was soll's. Okay, Barhocker, 2 Stück. Kühlschrank. Verdammt! Den hab ich auch wieder übersehen. Der sieht cool aus. Eine Couch, TV-Schrank Anna. Okay, ich hätte es wahrscheinlich persönlich nicht so eingerichtet. Das passt irgendwie nicht so ganz, aber gut, jetzt ist es so, ne? So, okay. Ach du Scheiße. Stuhl Ingolf. Ey, hier konnten doch... Das war schon sehr beengt hier. Vitrine Mary. 2-mal. Foto grüner Weg. Klassischer Teppich Blumen. Fotogarten. Oh, ich hau einfach wieder alles raus hier. Zack, 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 zack. Ey, und der Schrank kann bleiben?
Okay, wir könnten jetzt den Auftrag schon beenden. Okay, verblichene Zitrone, okay. Ach stimmt, auf der Minimap sieht man auch einen kleinen Fitzel noch. Von der Mauer. Was? Seit wann können wir die Decke malern? Kam das jetzt irgendwie mit einem Update? So, müssten wir bald einmal rum sein. Neuer Fertiggästpunkt. Da gucken wir doch gleich mal. Schneller streichen. Zack. Gerne. Da müssen wir bloß noch die paar Möbel kaufen, aufstellen, dann sind wir ja durch. So. Okay, zack, verkaufen wir erstmal noch die beiden oder die drei Farbeimer. Zack, zack. Okay. Dann nochmal hier den Rest kaputt machen.
Sehr gut. Doppelbett. Ich meine, hier in der Position macht das schon Sinn, ne? Dann jetzt Nachttisch. Rechts. Links. Ein Eckschreibtisch. Schön groß. Gefällt mir. So, damit sind wir hier auch durch. War es das eigentlich? Hier waren doch noch mehr Räume, ne? Das Bad. Oh, der Keller. Ich stehe total auf Keller. Ich finde, ein Haus muss einen Keller haben. Und hier geht's raus. Gut, haben wir es geschafft. Ja, hau. Und dann machen wir hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitz bedanke mich. Bis dann.